In Münzen, $100 in Münzen. What? Alter, was ist das für eine Universität hier? Ich komme jetzt irgendwie wie ein Panzerknacker vor hier mit den Goldmünzen da. Um Gottes Willen. Ja, so ein Beutel. Oder irgendwie in einem RPG, irgendwie so. Aber nicht hier. Gott, ich dachte, die geben mir so eine 100-Dollar-Note, also ein Geldschein, aber nein, ein Beutel voller Münzen. Gottes Willen. Naja, aber wir wurden doch noch nicht angerufen. Vielleicht, wenn der Zug fertig ist. Weil ich will ja meine Mammutpuppe wieder mitnehmen. Jock, jock. So. Ich muss jetzt mal überlegen, wo die nochmal waren. Ich glaube, hier hinten. Oh, Kate, oh Mann. Ich weiß, dass du Walker heißt, aber kannst du nicht mal ein bisschen Runner werden? Bitrip Runner oder so? Waren die hier unten? Ich weiß es echt nicht mehr genau. Ja, ich vermute es. Ja, hier waren sie. Warte mal, ich muss euch wahrscheinlich das Geld so. Ja. Echt 100 Dollar in Münzen. Echt. Ganz. Hier, bitte, Ihr Geld. Ich hab's genau nachgezählt. Danke. Also Dollars finden doch nicht schwer, du echte Geschäftsfrau. Ich bin nicht die Einzige. Wir zufrieden mit dir Geschäft machen. Du jetzt Schleusen aufmachen, wir dir sonst nicht helfen. Warum ist es Ihnen eigentlich nicht gelungen, sie aufzumachen? Das kann doch nicht kompliziert sein. Aber was denken usesto, die kleine Madame? Wir probieren mal alles non comprendo, en allora kaputte, en andere Bordell. Zerzwar moi, en boom telefonieren kaputt. Mein Mann sagen, sehr kompliziert, wir nicht verstehen Anleitung. Mein Mann sehr ärgerlich, großes Wut, großes Wut. Jetzt, Telefon kaputt. Das ist aber wirklich zu dumm. Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Wir warten, bis Repariermann kommen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich werde sehen, ob ich das System nicht auch so wieder in Gang kriege. Du Schlüssel nehmen, Schiffer immer Schlüssel brauchen für Schleusen. Ah. Okay, danke. Die 3 Pixel im Auge behalten. Echt, wirft er uns mit dem Schlüssel ab, ey. Naja. Oh, sieht aber seltsam aus. Naja, ein Schleusenschlüssel. Wie soll er schon aussehen? Gut, ja, dass das Telefon kaputt ist, das wissen wir selber. Aber selbst anrufen hat nichts gebracht. Ja. Man hört, glaube ich, noch ganz leise die Musik, die jetzt gespielt wird. Von dem Pavillon. Ja, Pavillon. Musikpavillon oder was? Keine Ahnung. Ja. Hallo? Kate, mein Mädchen, wie geht es dir? Ich habe gerade gestern erst wieder an dich gedacht, als du diesen herrlichen Pelzmantel sah. Siehst du dich auch warm an? Bei euch da drüben weiß man ja nie, was man anziehen soll. Mama, das ist nett von dir, aber mach dir keine Sorgen. Alles in Ordnung. Meine Reise verläuft problemlos. Fast jedenfalls. Und wann kommst du zurück? Frank brennt schon darauf, dich kennenzulernen. Frank? Ach ja, dein Opernsänger. Und wie läuft's zwischen euch? Rate mal, womit er mich gestern überrascht hat. Weiß ich nicht. Frank hat mich zu dem großen Wohltätigkeitsabend eingeladen, der von, habe ich vergessen, organisiert wurde. Man hat ihn natürlich gebeten, auf seinem Repertoire zu singen. Und am Ende, stell dir vor, hat er mich auf die Bühne geholt. Deine Mutter, vor Tausenden von Zuschauern. Wirklich? Oh, das hätte ich auch gern gesehen. Warst du nicht zu ergriffen?
schrecklich ergriffen. Hätte ich das geahnt, wäre ich vorher noch zum Friseur gegangen und hätte mich entsprechend angezogen. Aber Frank hat mir versprochen, dass er das nächste Mal daran denken wird. Er ist so charmant. Das möchte ich nicht bezweifeln. Ich wäre so glücklich, wenn du das nächste Mal dabei sein könntest. Wann ist das noch gleich? Zu dumm, ich hab's vergessen. Ach ja, das Alter. Denk immer daran, Kate, die Jahre holen uns schneller ein, als uns lieb ist. Ich denk dran, Mama. Ich habe mich sehr über deinen Anruf gefreut. Mach's gut. Du auch, mein Kind. Mutter, Mutter, danke für diesen Anruf. So, jetzt mal wieder hier zum Geschäft. Gott, das ist eine nervige Frau. Naja. Ach, wir werden es wohl irgendwie überstehen müssen mit ihr. Und, naja, öfter mal ertragen müssen, dass sie uns anruft. Ach, super. Ja. Keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Das ist natürlich super. Ich muss mir die Anleitung wahrscheinlich nochmal durchlesen. Diese Anweisung verstehe ich nicht. Die Sprache ist mir fremd. Na toll. Ja, und was stand nochmal? Nee, wir wurden ja... Kann ich es mir diesmal vielleicht merken? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall muss ich nochmal anrufen. Ich habe schon wieder alles vergessen. Ey, ich muss mir das ausschreiben. Das ist echt schlimm. Mein Gehirn ist wie ein Sieb. Also zumindest, wenn es um sowas geht. So, Kate, bitte nochmal zeigen. Sechs, sieben, vier, zwei. So. Das geben wir jetzt nochmal in unser Telefon ein. Okay. Send. Hier das Kontrollzentrum der östlichen Schleusen. Drücken Sie bitte die Raute-Taste. Für die Schleusen Haltenburg drücken Sie die 1. Für die Schleusen Morlov drücken Sie die 2. Für die Schleusen Koningspast drücken Sie die 3. Barockstadt. Wenn Sie den Wasserspiegel anheben möchten, drücken Sie die 1. Wenn Sie den Wasserspiegel senken möchten, drücken Sie die 2. Sie möchten den, um zu bestätigen, okay, ich glaube, genau das müssen wir nämlich jetzt machen. Das schreibe ich mir jetzt auch nochmal auf. Und zwar 4-1 Raute. 4-1 Raute. Für die Schleusen Haltenburg drücken Sie die 1. Für die Schleusen Morlov drücken Sie die 2. Für die Schleusen Koningspast drücken Sie die 3. Für die Schleusen Barockstadt. Hier das Kontrollzentrum der östlichen Schleusen. Hä? Für die Schleusen Haltenburg drücken Sie die 1. Für die Schleusen Morlov drücken Sie die 2. Ja, 4 bitte. Wenn Sie den Wasserspiegel anheben möchten, drücken Sie die 1. Wenn Sie den Wasserspiegel senken möchten, drücken Sie die 2.
Ja. Sie möchten den Wasserspiegel der Schleusen von Barockstadt anheben. Um zu Ach, auf bestätigen, die drücken Sterntaste, Sie auf die sorry. Ich habe Sterntaste. mich natürlich Um verklickt, Ihre also Wahl nicht, oder richtig nicht zu richtig machen, gelesen, drücken beziehungsweise. Sie die rote So. Taste. 4-1 Sternchen, also. Ihr Ja, Anruf ist okay, wurde gut. gespeichert. Wahrscheinlich müssen wir genau das jetzt nämlich machen. Hier. 4-1 Sternchen. Nein? What? Und jetzt? Jetzt kippen wir das Zeug da drüber. Hä? Nee, keine Ahnung. War das jetzt? Nee. Oder? Hä, aber. Ich weiß es nicht. Ich frag mal den Bahnhofsvorsteher, vielleicht hat der ja eine Ahnung davon. Wäre ja schön blöd, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen. So, ihn ansprechen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Was kann ich für Sie tun, Fräulein? Könnten Sie mir die Funktionsweise der Schleusen des Kanals erklären? Es handelt sich um ein komplexes System, das den Schiffen ermöglicht, mit der Neigung des Wasserfalls fertig zu werden. Eine Art Treppe für Schiffe. Ich sitze gerne am Quai und beobachte die Lastkähne. Entschuldigen Sie, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Mich interessiert der Mechanismus, mit dem die Schleusen geöffnet und geschlossen werden, um den Wasserspiegel zu heben und zu senken. Naja, wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Wissen Sie, Züge und Lastkähne, das sind zwei Welten. Ich werde Sie nicht länger belästigen. Okay, er hat da keine Ahnung von. Und was ist mit Oskar? Das ist echt super. Wenn der das auch nicht weiß, kann ich noch den Professor fragen. Die Studenten, aber ich glaube, mit denen kann ich nicht großartig reden. Den brauche ich gar nicht erst fragen. Oder nochmal die Professoren, also die Universitätsoberhäupte. Alles in Ordnung, Oskar? Ja. Mein lieber Oskar, vielleicht haben Sie den Lastkahn auf dem Kanal bemerkt. Damit werden wir unsere Lokomotive bis zum Zugaufzieher bringen können. Ich muss nur noch ein, zwei Details regeln. Es wird nicht lange dauern. Ich kann Ihnen da leider nicht helfen, Kate Walker. Der Flusstransport zählt nicht zu meinen Kompetenzen. Das hatte ich mir schon gedacht, Oskar. Wirklich. Danke für Ihr Verständnis, Ja, Kate gedacht hatte ich Walker. es mir auch, aber. Ja, Ich toll. muss schnell. Ja.